Ich gucke mal, wie viel Mensch. Oh, Verzeihung. Wie viel Menschlichkeit ich habe. Ich habe 6. Das könnte reichen. Also ich werde mir jetzt mal meine ganze Menschlichkeit hier reinballern, die ich hier so angesammelt habe. Seht ihr auch, Full Heal. Denn dadurch, dass wir hier Menschlichkeit fressen, wie so ein Beklatschter, erhöht sich unsere Beutehäufigkeit. Da ganz rechts über den Zaubereislots ist jetzt bei 180. Mal gucken, wie viel ist jetzt? 186. Und jetzt müsste es theoretisch bei 198 sein. So, und mit dieser Beutehäufigkeit werde ich jetzt versuchen, einen bestimmten Gegenstand zum Droppen zu bringen. Naja, aber zuerst beseitige ich mal noch die Typen, die hier oben stehen. Upp. Ja, ich kann auch wieder das andere Schwert ausrüsten. Unser Claymore. Jo. Denn hiervon erhoffe ich mir auch ein... Wo, was war denn mit denen jetzt los? Einen bestimmten Gegenstand. Oder zwei bestimmte Gegenstände eigentlich. Die es dann schon mit für uns ins Endgame schaffen. Oh, nicht herunterfallen. Nicht sterben, Meister. Das wäre ultra lame. Ah, vielleicht sogar drei. Vielleicht sogar drei Gegenstände. Ich bin mir noch unsicher. Also, zuerst mal will ich den Gegenstand da unten. Und um an den Gegenstand ranzukommen, muss ich gezwungenermaßen einen Dark Knight beseitigen. Also ich könnte theoretisch auch daran vorbeilaufen und mir das Ding versuchen so zu krallen und dann sterben. Aber jetzt auch nicht mehr. Deswegen, ja, da seht ihr ihn. Da steht er. Wie ein Berg. Wir gehen jetzt hin. Vorsichtig. Und werfen ihn mit einem Feuerball. Und dann laufen wir ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Weil wir so awesome sind. So awesome. Laufen wir. Also ich könnte ihn auch im One-on-One-on-One-en. Aber wieso sollte ich das, wenn ich auch einfach rumlamen kann? Und zwar auf die Weise. Oh verdammt. Okay, backstab ich ihn. So, cool. Und was bekommen wir? Einen grauen Brocken. Uncool. Uncool. Eigentlich wollte ich, hätte ich gerne, das Black Knight Sword gehabt. Oder gedroppt bekommen. Oder halt das Black Knight Shield. Weil das sind ziemlich gute Items. Und jetzt habe ich glatt den Ring vergessen, deswegen, wegen dem ich da war. So. Wenn wir schon mal hier sind, fällt mir auf, wir können auch gleich die Runde drehen. Jo, das werden wir machen. Dann werden wir uns gleich noch ein voll fettes Armor-Set holen. Auch in so einer halb suizidalen Aktion. Und noch ein cooles Schild. Und dann sind wir, glaube ich, ganz gut versorgt erstmal. Und vielleicht haben wir bei dem anderen Black Knight hier Glück, dass der uns das droppt, was ich gerne gedroppt haben möchte. Halbwegs zumindest. Weil diese Black Knight Waffen sind ziemlich cool. Abgesehen von dem Großschwert. Das Großschwert, das ist, ja, naja, ich will nicht sagen lame. Das ist das Großschwert des Drachentöters. Es ist ein Greatsword. Das macht, nein, es ist kein Greatsword, es ist ein Ultra Great Sword. Es ist also wie der Zweihänder, macht aber so viel Schaden wie das normale Black Knight Sword. Also 220, so im normalen. Und was gab es dazu noch zu sagen? Ja, ist halt keine besonders gute Waffe, wie ich finde. Also keine, die ich jemals benutzt habe.
Die Black Knight Herbert dagegen, die finde ich ziemlich cool. Ich hatte bis jetzt nur noch keinen Charakter, mit dem ich die benutzen konnte, beziehungsweise habe ich somit noch keinen Charakter frühzeitig gedroppt bekommen, weil diese Black Knights sind ja auch solche Gegner, die nicht respawnen, zumindest die meisten zumindest. Und ja, die Chancen von denen, ihr Zeug zu kriegen, sind doch relativ minimal. So, spielen wir einmal mystischen Backstab. Wow, da hat er mir welche verpasst. Und noch ein Backstab. Ja, also, das ist die einfachste Methode, um die Typen hier klein zu kriegen. Einfach versuchen zu umkreiseln und zu stabben. Aber aufpassen, dass man nicht runterfällt, denn sowas passiert einem auch ganz gerne mal. Also ich fand immer, dass das Terrain hier bei Dark Souls meistens der viel, viel schlimmere Gegner war, als diese Gegner an sich. Nur. Na. Los, komm. Da, hier hast du deinen letzten Stab. Ein blauer Brocken. Schade. Sollte nicht sein. Also ich hätte mich jetzt darüber gefreut, wenn wir den Shit bekommen hätten. Aber. Nee. Gut. Gut, dann nicht. Dann müssen wir das halt irgendwann anders angehen. Denn das Black Knight Sword, welches wir hier von dem sowieso nicht bekommen hätten, sondern nur Black Knight Herbert, ist schon ein ziemlich cooles Teil. So, und ich gehe jetzt mal hier hinter. Wenn man hier weitergeht, kommt man zum Valley of Drakes und kann von dort aus direkt nach Blighttown gehen. Nee, warte. Es kann... Man könnte... Nee, kommt man vorne bei dem Valley of Drakes raus, was ziemlich uncool ist, weil man da an den ganzen Drakes vorbei muss. Also von hier aus kann man direkt nach... in die untere Ebene von New Londo Ruins gehen. Wenn man will. Ja, so rum war's. Wo war ich denn gerade? Was hab ich denn erzählt? Ach ja, Black Knight Sword. Krasse Waffe. Hätte ich gern gehabt. Sollte nicht sein. Scheißegal. Dann versuchen wir jetzt noch an diese mega fett krasse Rüstung ranzukommen, die ich gerne haben möchte. Zwischendurch sammeln wir noch dieses Ding ein. Lederrüstung, Langbogen, Federpfeil. Ich glaube, das ist alles kein Zeug, was ich unbedingt ausrüsten muss. Oder schauen wir mal nach. 24. Ja, da können wir auch das Ding anziehen. Die sind einfach nur schlecht. Das Ding ist auch einfach nur schlecht. Gut. Ach, theoretisch. Das bisschen. Dings. Naja, das macht 5 mehr. Nee. Nö, das ist nicht wert. Dann behalte ich lieber meine ultra-stylische Klamotte an. Also ich weiß, der Eberhelm hat auch nicht sonderlich viel mehr Dingens. Aber, wow. Noch ein Ding. Das hatte ich fast vergessen, dass es hier ist. Wupp, verprügeln wir es. Stirbt Ding, bevor es sich einprügelt. Die Sache mit den Dingern ist ja, oh, Funketitanit und kleine Scherben. Damit können wir unser Schwert upgraden. Die Sache mit den Dingern ist, dass die nach einer Zeit verschwinden. Also die graben sich schnell ein. Haben halt auch keinen Bock darauf, hier irgendwie gekillt zu werden. Und deswegen muss man sich ein wenig beeilen, die zu kriegen. Obwohl es auch nicht so wichtig ist, weil das ganze Zeug kann man auch irgendwo anders kriegen, was man von denen kriegt. Ist halt nur in der Regel arschteuer. Buschmann.
Du musst ja sterben. Weil du nicht voll drauf hast. Den Shit. Okay, der Busch war's mal. So, jetzt noch der andere hier. Na, hab ich dich? Nee, den hat's noch nicht. So, fertig. Blutroter Muskel. Blutroter Moosklumpen. Awesome. Blutrote Moosklumpen sind, glaube ich, um Blutungen zu stillen. Oder? Ach, ich kann mich hier nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. So, und wir wollen jetzt hier hintergehen. Da hinten. Ja, da kommt jetzt dieser Busch angelaufen. Den locken wir mal hier vor, weil hier vorne ist noch ein Busch vergraben. Und den will ich nicht unbedingt aggroen. Deswegen versuchen wir das von hier aus zu regeln. Awesome, wie wir sind. So, jetzt können wir den hier spawnen. Upp. Verflucht seist du mit deinem Spawn Protection Ding. Scheiß Busch des Todes. So. Und auch den erledigt. Und der lila Mooskuppen. Ich glaube, die waren, um Gift zu verringern. Ich könnte es auch nachlesen. Ihr könnt es auch nachlesen. Warte, hier war doch. Ja. Richtig gedacht. Hier dahinter war noch eine Seele. Yay. So. Und wenn wir, da hinten seht ihr eine Tür. Die ist versiegelt. Da kommen wir nicht durch. Noch nicht. Wir können uns einen Schlüssel kaufen für 20.000. Können es aber auch lassen. Was wir machen, wir rasten hier erstmal an dem Ding. Und